Meine lieben werten Freunde, hier sind wir beim nächsten Spiel gegen die Sacramento Kings. Ja, im letzten Spiel gegen die Lakers, da habe ich auch nachkommentiert, so wie heute. Ja, das letzte Mal war um 2 Uhr Nacht, jetzt ist es 4 Uhr nachmittags und ja, heute in Sacktown gegen Isaiah Thomas, DeMarcus Cousins und die Truppe der Kings gegen die Hawks. Wir hatten ja kein schlechtes Spiel gegen die Lakers gehabt. Wir hatten da, glaube ich, 6 Assists, 7 Rebounds und 2 Punkte. Nicht viel. Und hier John Salmon Claire mit dem Dreier. Wir führen mit 5 Punkten hier gegen die Atlanta Hawks. Und ja, da hat ja auch Christine einen kleinen Vorschlag gemacht, dass ich trotzdem Highlights machen will, aber live kommentieren. Also ich nehme das Spiel auch live kommentiert und zeige trotzdem Highlights. Und ja, also ihr könnt mir eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Hier gerade Jeff Teague mit dem Dreier, der erste Assist. Und hier John Sam mit dem nächsten Dreier, unglaublich, ja. Schon viel zu frei, John Sam ist ein eiskalter Schütze. Aber wir müssen versuchen, hier irgendwie mitzuhalten. Jetzt stellen wir mal gleich. Oh! Horford. Und ich weiß gar nicht, wie er gerade heißt. Mike Scott. Stell jetzt mal hier Blöcke für mich. So, Louis Williams versucht es hier alleine. Wird erstmal abgeräumt. Und jetzt habe ich die Murmel. Was mache ich? 5 Sekunden auf der Uhr. Wir müssen was machen. Ich ziehe in die Zone und ja, ziehe das Foul an John Salmons. So, wir könnten das Spiel ausgleichen. Der erste Freiwurf, der geht rein. Mit ein bisschen Glück. Ihr wisst ja, dass wir Freiwürfe nicht so stark sind. Und der zweite geht nicht rein. Ja, ich habe auch mal entschieden, jetzt hier in der Turbo-Sicht zu spielen, um zu gucken, ob es hier besser läuft. Markus Ford, ein Quick Free. Nicht drinne. Ja, unser erster Rebound. Schnell auf Jeff Teague. No Look Pass auf mir. Ich stehe frei für 3. Drin! 6 Punkte haben wir schon. Ja, Freunde. Super. Erster Dreier. Und er ist drin. Unglaublich. Besser geht's ja nicht. Und Thomas trifft nicht. Unser nächster Rebound. So, wieder Fast Break Chance. Nutzen wir sie aus? Nee. Dann warten wir lieber nochmal. Brad möchte mir keinen Block stellen. Warum stellst du mir keinen Block? Okay, dann gehen wir lieber mal im Post. Toby Bryant im Post gegen John Salmons. Was machen wir? Boop. Und drin. Das sind doch schon 8 Punkte. Besser geht's nicht. So, 4 Punkte Führung. Schöner Pass auf Bryant. Und der macht ihn rein mit Brett. Da 10 zu 2 Lauf der Hawks. Und wieder Schnellangriff. Louis Williams steht völlig frei. Für 3. Unglaublich hier. 43% Wurfquote. Am Anfang hatten wir eine sauschlechte Wurfquote. Natürlich wollen wir sie verbessern. Gute erste Hälfte von den Hawks, aber auch von mir. Erstmal Halbzeit. Welcome everyone. Let's see if we can spice up your Tuesday night with a little halftime report. A good one in progress for Atlanta. They're off to a good start this season, playing with confidence. Their offense has been prolific, moving the ball, getting tons of shots, different looks, options everywhere, around the rim, downtown, mid-range, how do you want it? And still in it, the Kings hanging around. Great energy and aggression offensively, making their own luck with a lot of second chance points. The first half performance of Isaiah Thomas, just terrific. He's got 12 points and has looked very good defensively, playing hard-nosed ball out there. That's it for us here in the studio. Thanks so much for watching. I'll see you next time. The Sprint Halftime Report, presented by Sprint. So, das war der Halbzeitbericht. Wir springen rein. Ich habe drin für den nicht viel Spielzeit gehabt, aber wir kommen nochmal hier im vierten Viertel zum Einsatz. Wir haben eine 8-Punkte-Führung gegen die Kings. Schöner Spin-off an John Salmons und
Schön gemacht. 10 Punkte in einem Spiel. So, heute ist es wunderbar. 50% Wurfquote. Also nach den Grottenspielen, die wir zuletzt hatten, jetzt so eine gute Leistung. Unglaublich. Vielleicht nicht so viele Assists, auch nicht so viele Rebounds, aber diesmal klappt es halt mit den Punkten. Cousins im Post. Mit einer Hand den Hookshot. Mit dem Brett noch unglaublich. Der Marcus Cousins ist so die Zukunft der Center. Jetzt spielen die Kings schon ganz fett Presse und ich Coast to Coast. Und machen wir den nächsten Punkt, ja. 56% Wurfquote. John Sammons nächster Dreier. Nicht drinne. So. Nächster Versuch hier irgendwie ein Fast Break zu beginnen. Wir haben diesmal eine 10-Punkte-Führung. Und zieh das Foul. Ich zieh das Foul an John Sammons. Und geh an die Linie. Der Erste, der sitzt. Ah, vielleicht klappt es mit den Freiwürfen in dieser Turbo-Sicht viel besser. Der Zweite. Das ebenfalls. Besser geht's ja nicht. 12-Punkte-Führung gegen die Sacramento Kings. So, weiter in dem vierten Viertel. 75% Freiwurfquote, also pff, läuft. Oh, da komme ich ins Straucheln. 2 Sekunden auf der Uhr noch Jeff Teague. Der wirft einfach mal und trifft. A-Minus, Freunde, Note A-Minus. Da wollen wir nochmal ausgewechselt und kommen zum Ende des vierten Viertels nochmal rein. Wieder Shot Clock winding down. Ich ziehe das Foul ja doch. Guten N1 sein können und gehe wieder in die Linie. Was mache ich jetzt mal draus? Und der Erste sitzt, also jetzt läuft das wunderbar. Was für ein Spiel hier in Sacramento. Der zweite Freiwurf, komm, der geht auch rein. Schaffen wir das? Komm. Der ist auch drinne. Unglaublich. 16 Punkte, 4 Assists, 2 Rebounds. Jared Cunningham lässt hier das Spiel ausgehen. Wir gewinnen in Sacramento mit 13 Punkten. Unglaublich. Ja, super Spiel von uns. Leistung gut, 31 FP mit Spielernote A-minus 115. Am Ende haben wir 200 FP bekommen. Nicht so das Meiste, aber immerhin. Solid game for you tonight. Most importantly, your team got the win. How are you feeling after this one? Ein solides Spiel von ihnen und vor allem hat ihr Team den Sieg geholt. Wie fühlen sie sich nach dem Spiel? Ich freue mich natürlich über den Sieg. Team Chemie und Fansupport geht nach oben. Na gut, Freunde, dann möchte ich mich dann von euch verabschieden. Ihr könnt gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob ich das nächste Spiel, ich habe schon aufgenommen, auch live kommentiert, ob ich das halt, ne, das ist ein Stundenvideo hochladen soll oder dann halt auch so hochladen soll. Komplettes Spiel. Entweder Highlights und live kommentiert oder schreibt was anderes rein. Alles klar, das war's. Macht's gut. Ciao, ciao.